Fellner Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Fellner Live. Bei uns im folgenden Interview Dr. Astrid Wagner. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir sprechen heute über Josef Ritzl. Wir sind im Jahr 2008 angekommen. Damals hat die ganze Welt über ihn gesprochen. Jetzt, einige Jahre später, 2024, soll er möglicherweise freikommen. Morgen wird er sich bei einem Dreier-Senat auch verantworten. Sie sind die Anwältin von Josef Ritzl, der jetzt einen anderen Namen trägt. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass möglicherweise eine Freilassung hier vonstatten geht? Na gut, ich habe das Mandat vor rund 1,5 Jahren übernommen und bereits damals stand im Raum eine Entlassung. Es hat ja sogar schon einmal ein Gutachten gegeben, das ihm einen Gefährlichkeitsabbau, wie es psychiatrisch heißt, attestiert hat. Es ist ja schon einmal im Raum gestanden, damals hat aber die Justiz abgelehnt. Er war damals noch nicht anwaltlich vertreten. Er hat sich dann an mich gewandt. Einerseits auch mit dem Anliegen, ja, dass man seine Memoiren veröffentlicht, die aber letztlich ich veröffentlichen habe müssen, weil es, was er geschrieben hat, in dem Sinn nicht zu veröffentlichen war. Aber es ist auch natürlich um juristische Belange gegangen, was eben seine Bestrebungen betrifft, aus der Haft einmal entlassen zu werden, dass er doch seine letzten Jahre, weil so lang wird er ja auch nicht mehr haben, in Freiheit verbringen kann. Ich habe dann veranlasst, also einen Antrag einmal gestellt, ja, auch aufgrund dieses bereits bestehenden Gutachtens, der wiederum abgelehnt wurde. Daraufhin habe ich eine Beschwerde eingebracht beim Oberlandesgericht und dieser Beschwerde ist vor, ja, das ist jetzt ein bisschen ein halbes Jahr her, stattgegeben worden. Ja, die haben gesagt, ja, was die Frau Dr. Wagner hier schreibt, stimmt. Es muss noch einmal alles überprüft werden. In weiterer Folge ist die Frau Dr. Heidi Kastner bestellt worden. Das ist deshalb ganz interessant, weil die Frau Dr. Kastner den Herrn Ritzl, wie ich ihn jetzt auch nenne, ja, aus Persönlichkeitsschutz, ja, schon vor mehr als 15 Jahren, also vor 16 Jahren damals begutachtet hat. Und die hat ihm ja damals die Gefährlichkeit attestiert. Ja. Die hat ja gesagt, er ist so abnorm und auch so gefährlich, dass er nur in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, wie es damals noch geheißen hat, angehalten werden kann. Und dieselbe Frau Dr. Kastner hat ihn jetzt nach so langer Zeit wieder begutachtet und ist jetzt zu einem anderen Ergebnis gekommen, weil er sich eben verändert hat, er hat seine Persönlichkeit verändert. Hängt auch zusammen, auch das ist mir natürlich aufgefallen bei den diversen Besuchen, mit einer gewissen Entwicklung zur Demenz. Ja? Wobei, er muss schon sagen, dass er jetzt so völlig wirr wäre, das ist überhaupt nicht der Fall. Also er ist absolut orientiert, ja? Aber natürlich verwischt er manchmal ein bisschen Traum und Wirklichkeit. Und da hat die Frau Dr. Kastner gesagt, dass diese Demenzerkrankung, aber auch der Abbau des Sexualtriebes zu einer Persönlichkeitsveränderung geführt haben. Die ursprüngliche Persönlichkeit ist sozusagen, oder übergestülpt über die ursprüngliche Persönlichkeit, ist eben jetzt diese Demenzerkrankung. Er ist nicht mehr gefährlich. Jetzt hat sich ja Ritzl, oder er heißt nicht mehr Ritzl, aber nennen wir ihn so, seit 15 Jahren befindet er sich in Haft. Er ist 88 Jahre alt. Sie haben ihn ja auch gesehen. Und 89 wieder, 89. Demnächst im April, ja. Mhm. Wie hat er sich denn im Laufe dieser Zeit oder vielleicht der letzten 1,5 Jahre, die Sie ihn gesehen haben, verändert? Naja, so wie ich ihn kennengelernt habe, hat er sich jetzt in seiner Persönlichkeit jetzt nicht maßgeblich weiter verändert. Es hat halt ein bisschen ein demenzielles Fortschreiten, habe ich schon bemerkt, dass die Phasen häufiger geworden sind, wo er davon halt spricht, dass er sich halt, dass er irgendwo eingeladen gewesen wäre. Da ist er dann kurz weggetreten, aber ist er dann gleich wieder voll da. Aber er hat sich sicherlich verändert, was seine Persönlichkeit betrifft. Ich habe ja auch das gelesen, was er geschrieben hat. Das sind ja auch Sachen, die schon länger her sind, was er eben hier geschrieben hat. Und also man kann so auf den Punkt bringen, auch nach meiner Erfahrung, eine Haftsituation verändert jeden Menschen. Ja, das ist eine spezielle, extreme Erfahrung, dass man die Freiheit verliert, dass man völlig ausgeliefert ist, eben einem Justizpersonal, dass man nichts mehr entscheiden kann, dass man nicht einfach rausgehen kann, dass man nicht jemanden anrufen kann und so weiter. Das heißt, er hat sich massiv verändert. Ich sage es, um es ein bisschen altmodisch auszudrücken, aber es bringt es irgendwie gut auf den Punkt, er ist
demütig geworden. Ja? Also es ist jemand, der sich halt dann nicht dauernd beschwert und glaubt, er ist ihm Unrecht widerfahren und lästig und so weiter, wie manche Menschen ja leider auch sind, auch in Justizanstalten. Aber er ist wirklich demütig, er lässt alles über sich ergehen. Und er ist auch sehr freundlich, er ist kooperativ. Also wenn er entlassen werden sollte eines Tages, ist wohl damit zu rechnen, dass er auch pflegerischen Bedarf haben wird und dass er in ein Pflegeheim kommen wird. Ich werde mich natürlich in weiterer Folge auch darum kümmern. Aber es ist auf jeden Fall damit zu rechnen, dass er ein sehr pflegeleichter Pflegeheiminsasse werden wird. Jetzt war zu lesen zumindest, dass er in einer Wohngruppe sich befunden hat mit diesem sogenannten Seekiller und soll sich beschwert haben, dass sie den vertreten haben und dass da irgendwie zu viele Schnitzel auch gemacht wurden. Das klingt jetzt eher so, als wäre er nicht so. Nein, also gar nicht. Er hat sich überhaupt nicht beschwert, dass ich ihn vertreten habe. Aber er ist eben sehr gesundheitsbewusst. Ja? Und dieser, ich nenne ihn halt jetzt auch Seekiller, ja, ist ein begeisterter Hobbykoch und der macht halt immer zu viele Schnitzel. Also er will ihn immer einladen zum Schnitzelessen und er hat dann nur gemeint, ich will eben nicht so dann ausschauen. Ja. Also das hat damit zu tun, hat er nur gemeint, ich bin so gesundheitsbewusst, aber er hat sich in keinster Weise beschwert, sondern ganz im Gegenteil, er findet es auch sehr nett, dass es da jemand gibt, der ihn bekocht und der eben, ja, das ist keinsterweise eine Beschwerde gewesen. Jetzt gibt es ja viele, die sagen, in der Vergangenheit gesagt haben, er ist das Inzestmonster. Das hat sogar Focus Online einer Woche geschrieben. Ist ein Inzestmonster. Menschenverachtend. Nein, ich lehne eine solche Ausdrucksweise wirklich als menschenverachtend wirklich entschieden ab. Ja. Mhm. Das lehne ich ab. Jetzt war zuletzt auch Florian Höllwart bei uns zu Gast und hat gemeint, lebenslang müsste man im Einzelfall sich das anschauen. Aber in dem Fall wäre es ja so, dass er nach 15 Jahren rauskäme. Er plädiert dazu, dass je nach Anlassfall hier 30 bis 35 Jahre in Haft zu verbringen sind, um die Opfer auch nicht zu verhöhnen und diesen auch Respekt zu zollen. Ist diese Sichtweise zutreffend? Ja, schauen Sie, das ist immer diese Anlassgesetzgebung. Ja, ich halte nichts davon. Die Gesetzgebung hat sich bewährt. 15 Jahre ist ja, bitte, das darf man nicht vergessen, das ist die Mindestzeit. Ja. So lange muss man auf jeden Fall in Haft verbringen. Und dann hat man erstmals die Möglichkeit, um Entlassung anzusuchen. Und kein Mensch sagt ja, dass der Herr Fritzl morgen oder übermorgen oder auch nächstes Jahr entlassen wird. Ja. Der Schnitt der lebenslangen Freiheitsstrafe, wohlgemerkt, ist auch in Österreich 18 bis 22 Jahre und auch in Österreich gibt es natürlich im Einzelfall Fälle, wo jemand viel länger im Gefängnis ist. Ich kenne Fälle, die tatsächlich fast 40 Jahre in Haft waren. Das heißt, man müsste der Justiz, glaube ich, schon diesen Spielraum und diese Möglichkeit lassen, dass sie sagen, nach 15 Jahren prüfen wir, aber in diesem speziellen Fall sind wir der Meinung, ist zu früh. Aber dass man den Richtern jetzt alles schon vorschreibt und jetzt auch die Justiz sozusagen nötigt, da dürft ihr gar nicht drüber entscheiden, der muss jetzt mindestens 30 Jahre, davon halte ich ehrlich gesagt gar nichts. Ja. Und schon gar nicht die Opfer. Es ist ja ganz interessant, dass ja wenig Opferverbände sich da zu Wort melden, ja. Weil ich glaube, dass auch die Bewältigungsarbeit, ich habe ja auch mit Opfern zu tun gehabt, viel. Und ich kann nur eines sagen, ja, jene Menschen, die es schaffen, irgendwie auch ein Auslangen mit dem Täter zu finden, ja, und wenn er ihnen auch nur kalt lässt, ja, wenn sie sagen, ja, ich denke nicht mehr an ihn, ja, die heilen. Aber jemand, der natürlich im Hass und in der Rache verharrt, ja, der wird sich halt auch selber nicht weiterentwickeln. Mhm. Also den Opfern ist mit solcher Anlassgesetzgebung sicherlich nicht geholfen. Aber jetzt sagen andere wiederum, jetzt war Fritzl 15 Jahre in Haft bis jetzt. Auf 16 Jahre. 16 Jahre und hat aber von 1984 bis 2008 in dieser geheimen Kellerwohnung all diese Taten begangen, was ja länger ist. Ja, aber um das geht es ja jetzt nicht. Also es ist jetzt kein Argument, kann man sagen, war so lange im Keller und deshalb musste es so lang sein. Also noch einmal, wir haben hier Gesetze, die sind einzuhalten. Ich glaube, haben sich bewährt, diese Gesetze. Und wir haben es nicht nötig. Leider ist es ja allzu oft im Justizministerium zu beobachten, eine Anlassgesetzgebung, da schreien wieder irgendwelche Leute. Ja. Achtung, es gibt Gesetze und die haben sich bewährt. In einem Interview von Ihnen war zu lesen, dass Josef Fritzl von Ziegen träumt und einem Stück Land mit Zuganbindung. Den Führerschein wird er keinesfalls mehr kriegen. Rechnen Sie damit, dass er wirklich irgendwann ein Haus mit Ziege haben wird und ein abgeschiedenes Leben führt? Naja, das ist eben genau das, was ich meine. Das ist halt
ein älterer Herr. Und das kennt man ja, eine gewisse, ich will nicht sagen Altersstarrsinn, aber man muss den Menschen auch ihre Träume lassen. Natürlich will er ein eigenes Haus jetzt haben, also ein kleines Häuschen, wo er dann sozusagen unabhängig sein kann. Aber letztlich wird es ohne pflegerisches Umfeld hier nicht gehen. Wie ist er denn momentan beieinander? Ist er mit einem Rollator unterwegs? Ist er im Rollstuhl? Kann er selbstständig gehen? Na, er ist schon körperlich erstaunlich gut beieinander. Man hat ihm natürlich einen Rollator zugewiesen, weil natürlich in diesem fortgeschrittenen Alter eine Sturzgefahr vorhanden ist. Aber er kann natürlich ohne Rollator gehen und er ist auch sehr gut orientiert. Also ich würde sagen, er ist eigentlich altersentsprechend beieinander. Vielleicht ist er sogar für sein Alter recht gut beieinander. Aber eines möchte ich ihm noch sagen, und diese Frage wird sich in Zukunft eben stellen, wenn er dann im Normalvollzug ist, ob die Justiz wirklich die Ressourcen hat, das ist auch im Gutachten bereits angeklungen von der Frau Dr. Kastner, um eben diesem fortschreitenden kognitiven Abbau entgegenzuwirken. Weil natürlich betagte Häftlinge ganz andere Bedürfnisse haben als junge Häftlinge. Und da kommen wir ja natürlich zu einem allgemeinen Problem der Justiz. Die Anzahl der Insassen ist sehr hoch und auch die Zahl der betagten Insassen nimmt zu. Es wird wohl irgendwann notwendig sein, hier spezielle Justizanstalten für kranke, alte und auch demente Insassen eben zu entwickeln. Sie haben ja viele Gespräche mit ihm geführt. Gab es da ein Gespräch, wo er sich irgendwie reumütig gezeigt hat und gesagt hat, die Taten, die er begangen hat, tun ihm leid? Mehrfach. Er hat auch geweint. Also ehrlich, er kommt dann wirklich, man kann dieses Weinerliche kommt da relativ schnell hinein, ja, und dann fängt er halt wieder an, davon zu reden. Und es tut ihm wirklich sehr leid. Ich glaube, das Wichtigste für ihn ist halt, dass ihnen gut geht. So, ohne jetzt irgendwie was Näheres zu nennen, aber er hofft halt, dass ihnen trotzdem irgendwie gut geht. Also er ist wirklich ein Mensch mit Gefühlen, das kann ich nur versichern. Es ist ein Mensch, der furchtbar in seinem Leben hier etwas sozusagen entglitten ist. Aber auch hier muss man sagen, er hat auch eine ganz schreckliche Vorgeschichte, was immer ausgeklammert wird. Nicht? Er ist ja als Kind an den Tisch angebunden worden und die Mutter ist weggegangen und hat ihn dann stundenlang alleine gelassen neben einem Futternapf. Ja. Er hat eine ganz schreckliche Kindheit gehabt. Es war auch in der Nazi-Zeit. Die Mutter ist ja auch im KZ gewesen, ist zusammengeschlagen worden. Der Mutter hat mein Auge ausgeschlagen vor seinen Augen. Also man muss auch mal sehen, wie dieser Mensch das geworden ist. Ja. Jeder hat seine Geschichte, das darf man nie vergessen. Mhm. Würden Sie sagen, es war irgendwo in Medien auch von einer Fritzl-Mania jetzt die Rede, manch einer will ihn sogar schon im Laufe des heutigen Tages, also vor dieser eigentlichen Befragung in Krems, in einem Kaffeehaus gesehen haben. Ist er Kaffee trinken oder sind das Gerüchte? Also er hat einmal gemeint, das Erste, was er machen würde, ist ein Bier zu trinken, wenn er entlassen werden würde. Ja. Aber noch also nicht deshalb, jetzt? Nein, also ja. Wir haben allgemein gesprochen, ich habe ihn einmal gefragt. Aber es ist natürlich ein völliges Gerücht und lässt natürlich Rückschlüsse auf eine wirklich unfassbare Hysterie, die eigentlich ihresgleichen sucht. Ja, das ist unglaublich. Können Sie die Hysterie trotz allem verstehen? Es war ja damals eine Jahrhundertkausa, die nicht nur Österreich betroffen hat, sondern die ganze Welt hat da damals darüber auch geschrieben. Ja, natürlich, aber es ist trotzdem nicht gerechtfertigt, dass man sozusagen das Böse auf einen einzigen Menschen hier konzentriert. Und das sage ich jetzt auch immer wieder ganz bewusst. Also viele, die auf ihn mit den Finger zeigen, die projizieren, das ist schon meine Interpretation mittlerweile, die ich gewonnen habe. Da gibt es schon Leute, die etwas, das in sich wahrscheinlich in sich tragen, auf einen anderen projizieren. Ja? Mhm. Weil das ist für mich schon beängstigend. Also manche tragen einen Hass in sich, auf einen Menschen, der ihnen trotz allem nichts getan hat. Ja. Und da glaube ich schon, dass das Rückschlüsse zutrifft auf diese Menschen, die so unendlich hassen können. Mhm. Jemanden, der nichts getan hat. Also mit denen muss auch irgendwas nicht stimmen. Sie sagen schon Hass. Ihr Vorgänger Dr. Rudolf Meyer, der 2008 diesen Fall auch innehatte, der hat damals Morddrohungen bekommen. Sind Sie jetzt auch mit Drohungen in diesem Fall konfrontiert worden oder war das vergleichsweise zu anderen Fällen, die Sie betreut haben, ruhig bis jetzt? Morddrohungen habe ich noch keine bekommen. Als Frau bekommt man eher, sagen wir so, Vergewaltigungswünsche. Ja, dass man. Wie gehen Sie damit um dann, wenn Sie also, das betrifft? Also, ehrlich gesagt, der Fleck auf der Hose stört mich mehr. So blöd okay. Das jetzt klingt, aber das lässt mich wirklich kalt. Ja. Weil ich meine,
Es ist bedauerlich für solche Menschen. Ich bin froh, dass ich psychisch nicht so beieinander bin, dass ich ein absolut lebensfroher, lebensbejahender, naturverbundener Mensch bin. Das werde ich auch bleiben. Und ich lasse mich von solchen Leuten in keinster Weise irgendwie beeindrucken. Aber haben Sie die alten Gerichtsakten, diesen Fall nochmals durchgelesen? Weil da waren ja doch ziemlich schlimme Schilderungen. Naja, ich kenne das psychiatrische Gutachten. Ja. Und kenne natürlich den Akt großteils, aber es ist auch nicht relevant, ja. Würden Sie mit ihm in eine WG ziehen? Irgendwann? Ja, das war diese Frage. Nein, ich habe grundsätzlich nicht vor, eine WG zu ziehen, weil ich mich wirklich sehr wohlfühle in meiner derzeitigen Wohnsituation. Aber die Frage des damaligen Bildreporters war, ob ich Angst hätte, wenn ich mit ihm in einer WG wäre. Und da gebe ich zu, ich hätte vor ihm überhaupt keine Angst. Sie hätten gar keine Angst. Wirklich nicht. Also. Wie wird es denn weitergehen? Es ist ja davon wahrscheinlich auszugehen, dass diesem Gutachten jetzt auch Folge geleistet wird, morgen bei dem Dreier-Senat. Hm. Wie sind dann die kommenden Tage? Also es wird sich alles wieder beruhigen, gell? Und er wird eben in den Normalvollzug überstellt werden, wobei, wie gesagt, aufgrund des Gutachtens von der Frau Dr. Kastner wohl nicht mit den normalen Insassen, weil er da körperlich nicht beieinander ist entsprechend und auch psychisch vor allem nicht die Voraussetzungen hat. Die werden sich natürlich überlegen in der Justizanstalt, wo sie ihn hinverlegen. Ja, ist schon die Rede gewesen von der Spitalsabteilung. Möglicherweise kommt er überhaupt in ein anderes, besser geeignetes Gefängnis. Man wird sich da sicherlich eine Lösung überlegen müssen. Die Frau Dr. Kastner hat auch befürwortet eine Fortsetzung der Therapie, eben gerade auch wegen dem kognitiven Abbau. Und dann wird man irgendwann einmal schauen, ob die Justiz wirklich in der Lage ist. Vielleicht ist er ja wirklich vollzugsuntauglich, das gebe ich ein bisschen zu bedenken. Da werde ich sehr dahinter sein. Und dann wird es halt in Richtung Entlassung gehen. Ja? Aber das ist jetzt viel zu früh, jetzt schon darüber zu sprechen. Und der morgige Tag, wird er sich da auch ad personam hinstellen? Wird er dann auch im Gerichtssaal erscheinen? Werden das ähnliche Bilder sein, wie wir es 2008 gesehen haben mit diesem berühmten, mit der Mappe vor dem Gesicht? Das habe ich mir noch gar nicht überlebt, eine Mappe vor Gesicht. Ja, also er ist vorzuführen, es ist eine Anhörung und wir haben, wie gesagt, gestern telefoniert, nur um ein Rückschlüsse, also ich habe mir am Tag noch geirrt, er hat mich korrigiert, ich habe gesagt Mittwoch, er hat gesagt Donnerstag, der hat das alles sozusagen im Kopf gehabt und hat mich nur gefragt, ob ich eh komme, das ist eben sehr wichtig und dann ist er eh gleich beruhigt gewesen, dass ich eh alles weiß und er vertraut mir und er sagt immer wieder, Frau Doktor, Sie werden das schon machen. Ich danke Ihnen. Ja. Astrid Wagner, wir danken Ihnen auch für dieses Interview zu Josef Fritzl, der jetzt unter einem anderen Namen lebt. Wir sind wieder für Sie gleich zurück mit allen Nachrichten des Tages bei Fellner Live.